Meine Damen und Herren, ich habe Mo von VR. Mein Name ist Mo Tensen. Es gab in letzter Zeit reichlich Ankündigungen für die PlayStation VR. Viele der großen Titel, auf die wir lange gewartet haben, kommen jetzt raus und haben Release-Dates oder sind für den Sommer angekündigt. Die fasse ich mal alle zusammen und wollte mit euch darüber sprechen. Das soll diese kleine Sendung hier heute umfassen. Es wäre super nett, wenn ihr auch dran denkt, mal das Däumchen zu bewegen und zu liken. Abonniert den Kanal, falls ihr sowas und bessere Nachrichten nicht verpassen wollt. Und jetzt geht's los. Ganz überraschend kam ja diese Woche schon The Walking Dead Saints and Sinners raus. Um Gottes Willen. Und es ist ein fantastischer PlayStation-Port geworden. Ja, wirklich. Ich habe jetzt schon 3,5 Stunden reingespielt und bin wirklich happy. Auf der PlayStation Pro sieht es einfach sehr geil aus. Ich sehe da kaum Unterschiede zur PC-Version. Die Steuerung ist perfekt. Es ist ein großartiges Spiel. Großes Abenteuer, 15 bis 20 Stunden Spielzeit, je nach Gusto des Spielers. Großartig. Sowas haben wir wieder gebraucht. Und es kommt, es geht weiter. Das fantastische Final Assault hatte ich schon Gelegenheit reinzuspielen, ja. Denn im amerikanischen Store ist es schon seit 2, 3 Wochen draußen. Ein Echtzeit-Strategiespiel hat auch ein fürchterlich netten Eindruck gemacht, hat einen Multiplayer, also schon nächste Woche können wir uns das hier reinziehen und gegenseitig Bomben auf den Kopf fallen lassen. Ist ein super schönes Spiel, kann ich sehr empfehlen. Gibt es schon länger auf dem PC, jetzt auch für PlayStation Europa. Und der absolute Kracher, Gorn. Wir gucken uns erstmal einen Trailer an. Ihr seht, ne, das ist ein sehr lustiges Kampfspiel mit einer klasse Physik. Ich habe auf dem PC schon mal hier reingespielt und ein Let's Play gemacht. Wenn euch das sehr interessiert, guckt euch das einfach an. Denn jetzt endlich kommt es auch für die PlayStation. Was ich interessant finde, es gibt eine kleine Änderung zum PC. Diese lustigen Figuren sehen so ein bisschen anders aus, ne? Die haben da die Subdivision weggelassen. Also sie sind ein bisschen eckiger. Ich glaube, das ist aber trotzdem ein großer Spaß. Und es kommt jetzt am 19. Mai. Jetzt ist es soweit. 19. Mai kommt Gorn für die PlayStation VR. Alle mal Hände hoch und yeah schreien. Denn das erwarten auch schon sehr, sehr viele Leute. Und es ist halt super lustig. Ihr könnt euch da durch die Arenen schlachten. Es hat sehr viele verschiedene super alberne Spielmodis. Den Piñata-Modus zum Beispiel, wo aus dem hier Bonches rauskommen. Großartig. Das wird ein großer Spaß. Preis wissen wir noch nicht. Werde ich euch Bescheid sagen, wenn es da Informationen gibt. Jetzt ist es endlich soweit. Ja, alle haben dem entgegengefiedert. Gorn für die PlayStation VR. Dicht gefolgt von Pixel Ripped. Pixel Rip kommt eine Woche früher in Amerika und bei uns kommt es auch am 19. Mai. Ja, Pixel Ripped für die PlayStation VR. Macht alles besser als der Vorgänger. Beim Vorgänger zum Beispiel war es mir persönlich ein bisschen zu hektisch, weil man immer irgendwas spielte, was wirklich, wirklich herausfordernd war. Und währenddessen musste man darauf achten, dass die Leere einen nicht erwischt, etc. etc. Diesmal sind wir nicht in der 8-Bit-Area, sondern in der 16-Bit-Area gelandet, 1995. Der Hauptheld des Spieles ist übrigens eine Computer. Figur namens Dot, diese junge Dame, die hier öfter mal durchs Bild rennt. Die wiederum nimmt aber Hilfeanspruch von einem neunjährigen Jungen auf seine 16-Bit-Konsole und ihr spielt dann als der Junge ein Videospiel und dann gibt es super interessante Twists. Ja, ihr seid manchmal dann Dot und der Junge und dann ist plötzlich die ganze Welt ein Videospiel. Haben sie super gemacht. Es macht wirklich Spaß. Es ist ein schöner Retro-Trip und wirklich ein gutes Spiel. Es ist ein bisschen zugänglicher geworden, nicht mehr ganz so nervig. Jetzt am 19. Mai können wir alle selber reingucken, auf der PlayStation VR auch. Guckt euch gerne nochmal mein Review zu der PC und der Quest-Version an. Da habe ich schon alles mir genau angeguckt und ein Spiel, das eigentlich schon seit der Gamescom 2019 angekündigt wurde, hat jetzt auch einen neuen Termin. Ja, der ist allerdings noch ein bisschen nach hinten, der ist mitten im Sommer jetzt. Budget Cuts ist eigentlich auch ein eher lustiges, aber Stealth-Game.
mit einer witzigen Story erzählt hat, spielt im Büro. Das sollte jetzt auch am 15. Mai rauskommen, wurde auf den 10. Juli verschoben. Ich hoffe mal, die kriegen es hin. Ich weiß, dass die Mannschaft, die auch Apex Construct für die PlayStation gemacht hat, die Umsetzung von Budget Cuts für die PlayStation macht, zusammen mit dem Original-Developer. Also ich gehe mal davon aus, das wird alles ein sehr schönes, anständiges Game. Ich habe auf der Gamescom 2019 Budget Cuts 2 für den PC angespielt. Budget Cuts 1 kommt jetzt dann. Das war schon für Ende 2019 eigentlich geplant. Ne? Gibt eine ganz schöne Verzögerung. Ich schätze mal, dann wird es aber gut. Also auch das können wir noch erwarten. Dieses Jahr im Juli allerdings erst, wenn wir schon jetzt ein bisschen Foreshadowing machen. Dreams VR ist momentan auch schon in der Endphase. Ja? Dreams kennt ihr, dieser riesige PlayStation 4 Game-Baukasten, man kann alles selber machen, Figuren und Landschaften modellieren, Musik machen, das alles mit Game-Logik versehen. Ein unendlicher Quell der Freude und der Kreativität. Nur der versprochene VR-Modus wurde bisher noch nicht nachgeliefert. Media Molecule lässt sich gerne auch mal sehr viel Zeit, ist aber auch noch in der Mache. Ne? Und das ist natürlich für uns VR-Heinis der Hit, weil das ist ein Baukasten, da können wir uns alle Spiele plötzlich selber bauen und müssen nicht mehr, wenn mal Dürrezeit ist, warten, dann machen wir uns unser eigenes Spiel. Großartig. Ich freue mich sehr. Ich habe auch sehr Bock, mich da drin zu vertiefen, sobald die VR-Steuerung dann drin ist. Man wird nicht nur das Ganze editieren, also das Musik machen und modellieren in VR können, sondern natürlich auch das Spielen. Also sehr, sehr spannend. Und hier stehen jetzt alle Zeichen auf ein nicht mehr ganz so langes Erscheinen. Seit vorgestern ist bekannt, und das hat mich echt von den Socken gehauen, dass einer der Highlights auf der Oculus Quest Vader Immortal. Ja, ihr erlebt wirklich eine dreiteilige, super interessante, inszenierte und fantastisch aussehende Geschichte. Ihr trefft Darth Vader, ja, ihr seid kurze Zeit sein Schüler, dann entdeckt ihr, dass da irgendwas Böses läuft, wandelt euch gegen ihn und ich will euch nicht alles verraten. Auf jeden Fall fuchtelt man ganz viel mit Laserschwertern rum und kämpft und es gibt wirklich unfassbar viele Momente, wo euch die Kinder runterklappen wird. Sogar auf der Quest sah das richtig gut aus. Ich schätze mal, auf der PlayStation wird das auch toll sein. Auf der PlayStation wird es die drei Teile dann am Stück geben. Hier gibt es noch keinen konkreten Termin, nur Sommer ist die Ansage. Ja, das wird aber ziemlich krass, glaube ich. Da freue ich mich sehr drauf. Einen Preis gibt es auch noch nicht. Der Titel, der allerdings diese ganze Welle von geilen Spielen angekündigt hatte, ich erzähle jetzt trotzdem jetzt erst, weil von Pistol Whip auch noch kein konkretes Datum draußen ist. Es ist tatsächlich eins meiner Lieblings-VR-Spiele. Ja, das hat bei mir das tägliche Beat Saber sozusagen ersetzt. Es passt viel mehr irgendwie zu meinem Spielflow. Es ist ein Rhythmus-Shooter. Ihr müsst halt im Rhythmus zur Musik diese ganzen Banditen abballern und es ist einfach nur geil. Ihr fühlt euch wie John Wick in einem Action-Movie und gleichzeitig könnt ihr noch so ein bisschen grooven. Ich bin super gespannt auf die PlayStation-Version. Ich spiele es wirklich jetzt regelmäßig auf der Oculus Quest und auf der Index am PC und freue mich so, dass das für die PlayStation rauskommt. Hier steht auch nur Sommer. Müssen wir noch ein bisschen gucken, wann das jetzt konkret ist, aber ich bin super happy, weil es auch schon seit Ende 2019 angekündigt ist. Und dann war aber einfach Funkstille. Ja? Und jetzt haben wir Sommer und die Gewissheit, dass es für die PlayStation kommt. Können wir uns alle sehr drauf freuen. Wie gesagt, für mich absoluter Konkurrenz zu Beat Saber. Sehr schön. Die einen oder anderen erinnert sich vielleicht auch noch daran, dass ich auf der Gamescom von Under Citadel berichtet habe. Wir gucken uns nochmal so alte Trailer an. Ja, da. Ja, gab einen ganz guten Hype, als das angekündigt wurde. Ist ja so eine Art Action-RPG mit einem ziemlichen Fokus auf relativ realistische Kämpfe, so gut das halt geht in VR. Und ich hatte tatsächlich die Gelegenheit, auf der Gamescom das auch mal anzuspielen. Ja? Mit einer Oculus Rift S habe ich das gespielt und auch den Entwickler interviewt. Ich glaube, das Interview habe ich aber nie rausgehauen. Denn in der Location auf der Gamescom war es so laut, das war echt schwierig. Und es gibt ein neues Lebenszeichen von Under Citadel. Ja, hier gibt es eine Alpha 1.1. Da spielt jemand einfach 9 Minuten lang das Spiel. Es ist ein bisschen dunkel, deshalb habe ich euch erst jetzt den Trailer gezeigt. Jetzt gucken wir mal hier rein. Der Witz ist, dass der Entwickler mir damals auf der Gamescom gesagt hat, Under Citadel ist ja in Arbeit für PC, aber auch für die PlayStation VR. Die PC-Version, meinte er, kommt Anfang des Jahres raus und dann später die PlayStation-Version. Jetzt sind wir ja schon fast Mitte des Jahres, kann man sagen, und es gibt wieder erste Lebenszeichen.
Ich denke mal, da dreht es sich aber um die PC-Version. Hier auf dem Kanal hatten sie seinerzeit aber auch schon einen Alpha-Test mit der PlayStation. Guckt euch das mal an, der junge Mann hier hat eine PlayStation und den Move-Controller in der Hand. Das ist auch ein potenziell noch sehr, sehr schöner Titel, der für die PlayStation VR rauskommen wird. Ich hoffe noch dieses Jahr. Wie gesagt, jetzt gibt es wieder erste Lebenszeichen. Die haben sich jetzt seit der Gamescom locker ein halbes Jahr Zeit gelassen, bis sie wieder neues Material raustun. Hatte ich auch schon fast ein bisschen vergessen. Aber das wird noch ein sehr schöner Titel. Also in Burgen rumstampfen und irgendwelche Skelettkrieger verkloppen, machte alles einen sehr netten Eindruck. Ich bin mal gespannt, wann sie da mit konkreten Informationen Wir gucken noch rauskommen. mal rein, ne? Einfach nur so als Erinnerung. Ich habe es auf der Gamescom schon angespielt und war sehr, sehr begeistert, muss ich wirklich sagen. Zum Thema Präsentation und Polishing und AAA-Anfühligkeit-Ting sah Iron Man nämlich tatsächlich genauso geil aus wie Blood and Truth. Ja? Ich glaube aber sogar, dass es spielerisch viel interessanter wird, weil ihr wirklich als Iron Man durch die Luft fliegen könnt und mit euren Händen Beams aus schießt und was das so alles ist in dem Marvel-Universum da. Auf jeden Fall fette Action. Diese Szene, die ihr da seht, die habe ich nämlich in VR im Spiel dann erlebt und das hat schon so krass Laune gemacht und sah so gut aus. In den Wolken zu schweben etc. sah sogar noch ein bisschen besser aus, fand ich, als bei Ace Combat 7. Wow, ich war wirklich hin und weg, darauf können wir uns freuen. Ich hoffe, dass Sony jetzt wirklich zeitnah dann ein neues Release-Date sagt. Sie hatten uns insgesamt ja schon, ich glaube, zweimal bis zum 15. Mai verschoben. Den 15. Mai hatte es dann durch Corona dahin gerafft, ja. Aber bei Last of Us 2 haben sie es jetzt auch hinbekommen, einen späteren Termin schon bekannt zu geben. Lassen wir uns überraschen, was mit dem guten Iron Man wird. Das ist ja erst bis zur Hälfte dieses Jahres, was für schicke Titel noch rauskommen werden. Danach geht es dann weiter, sowohl für die PlayStation als auch für den Rest der VR-Landschaft. Wird dieses Jahr noch sehr nice aussehen. Ja, es gibt ein Leben nach Half-Life Alyx sozusagen. So, das waren ein paar Releases, die ich euch jetzt mal alle in einer Reihenfolge auch erzählen wollte, weil sie in letzter Zeit immer so einzeln aufgeploppt sind. Also für die nächsten, ich denke mal, 2, 3 Monate, dann endet ja der Sommer auch wieder, ist hier ziemlich viel Zeug dabei, auf das wir uns freuen können. Es sind natürlich bei weitem nicht alle Spiele, die bekannt sind. Doch, es sind alle Spiele, die bekannt sind, aber noch nicht alle Spiele, die wirklich rauskommen werden. Ihr kennt es in VR, da werden die Sachen gerne mal auch sehr, sehr kurzfristig angekündigt. Also abonniert am besten diesen Kanal, damit ihr, wenn ich das nächste Video mache, über Neuerscheinungen es nicht verpasst. Ich freue mich sehr über ein Däumchen und bin bis dahin euer Mutensen. Seid nett zu euren Mitmenschen. Wir stehen zusammen die Corona-Geschichte durch, waschen uns die Hände, tragen Masken und sind höflich und nice. Bis dennsen. Ciao, ciao.